Hallo zurück. Zweites Fahrzeug. Das wird etwas spartanischer, glaube ich. Jedenfalls ist das die Idee. Okay, ich brauche Suspension. Eigentlich macht das mehr Sinn, was ich vorhabe, jedenfalls. Das, was ich vorhabe, so rum wird ein Schuh draus. Okay, ich finde, das macht keinen Sinn gerade irgendwie mit den Suspensions da. Die müssen kleiner sein oder irgendwie auch anders platzierbar sein. Kann ich nicht drehen. Ja, der muss leider so breit. Ich will ihn nicht so breit. Dann machen wir es anders. Anders. Ein weiter hier. Nope. Chuck Tester. So. Back. Ganz simpel, ganz einfach. So. Ich habe noch gar keinen Platz für den Motor geschaffen. Motor. Ja, wir sind eh recht tief, also warum nicht daran? So. So, ein bisschen verzieren hier, ne? Warum nicht? So, hier, was ist da? Ich glaube, das ist ein Licht, ne? Headlamp. Perfekt. Super. Knöpfe. Ich brauche noch Knöpfe. Ah, ich brauche nicht so viele. Hübsch, toll, echt. Finde ich gut. Ah ja, die Reifen. Haha, die drehen sich auch noch alle in andere Richtungen. Die und die tauschen. El Motore auf. Oh, machen wir auf den. Das ist nicht schnell genug. Wunderbar.
sehr direkte Übersetzung. Also wir fahren wirklich viel zu ruppig. So. Oh, wir kommen eigentlich. Oh, das Ding. Okay, ich wollte gerade sagen, oh, das läuft besser als das andere. Eigentlich tut es das nicht. Es wird besser, wenn wir langsamer fahren. Oh. Kippen wir wahrscheinlich nicht so schnell um. Oder gar nicht. Wenig. Kommt auch, wo wir langfahren. Wieso ist das eine nicht? Das eine, was ist mit dem einen Licht los? Ah, das habe ich erst später. Okay, okay. Das funktioniert schon mal. Wir müssen ja klein anfangen jetzt, ne? Sollten wir uns auch eine Garage oder so bauen. Wo wir unsere Fahrzeuge parken dann. Auch wenn ich jetzt vielleicht ein bisschen übertreibe. Ich habe gar keinen Platz mehr hier dran. Möchte ich doch ein... dieses Kart mit einem leichten Booster ausstatten. Ja, groß. Okay, wirklich viel bringen die nicht. Kann ich die nur extra einstellen? Jo, kann ich. Okay. Volle Fahrt voraus. Oh Gott, oh Gott. Ich kann nicht mal gegenlinken. Da ist irgendein Ungleichgewicht drin. Achso, wegen dem Motor bestimmt. Ja, so ein paar kleine Schübe sind ja auch okay. Tschu-tschu. Was ist mit den Armen los? Guckt ihr seine Arme an. Das ist nicht normal. Okay, das ist too much. Das ist zu wenig. Das ist bestimmt genau ein bisschen zu viel. Ja, fast gut, aber eher nicht. Oh ja, dann müsste ich eigentlich mehr Gewicht hier auf die Seite packen, ne? Man macht ja Sinn. Hier ist immer noch. Immer noch. Läuft. Oh, jetzt kann ich mal entgegenlenken. Oh, nice. Ah, doch nicht. Ah, hat aber was. Dafür, dass wir so ein geringes Ursprungstempo hier haben. Jetzt dreht er in die andere Richtung, ne? Ja, ja. Nur für sowas können wir hier, für Bergaufstiege, können wir die Thruster benutzen. Los! Ey, das hat fast gut geklappt, also, ne? Ich überlege, wenn ich auf die Hinterreifen eigentlich weniger... Na, egal. Ich glaube, eins reicht. Ich glaube, eins reicht.
Ist hier Anbau? Nur aus Interesse? Gut, so wird das direkt, wenn wir starten. Genau. Das soll es natürlich eigentlich nicht. Okay, dann baue ich einen Knopf ran. Aber da ist es sowieso verkehrt. Nein! Nein! Es ist alles hinüber. Alles kaputt. Macht nichts. Dann baue ich es jetzt um, ganz spontan. In unser erstes Raumschiff. Na, was weiß ich. Ich weiß nicht, ob das überhaupt gut funktioniert. So. So, Thruster habe ich ja. Aber nee, das funktioniert nicht. Das funktioniert. Allerdings. Okay. Schub nach oben wird auf eine gepackt. Und Schub von da wird auch auf das gepackt. 1 und 2. So. Wir wollen nicht geizen hier, ne? Wir wollen nicht geizen. Weil die brauchen sowieso mehr Power als die. Weil die Dinger hier hinten dran sind. Mal gucken. Oh, 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 oh. Das funktioniert richtig gut. Scheiß. Okay. Das Ganze braucht weniger Power. Die vielleicht auch. Nur so eine Idee. Ich glaube, das war nach der kleinen Testfahrt hier etwas abzusehen, dass das... Oh. Vorne hat noch zu viel Energie. Nein, hinten hat zu wenig. Ah. Klar, klar. Natürlich, natürlich. Jetzt macht alles Sinn. What? What? Oh, nicht gerade. Schade. Das muss sicher wehtun. Okay. Das ist nur Spielkram gerade. Ich überlege gerade, wenn ich... Oh nein! Ja, geht doch. Okay, verrotte hier. Ich habe eine andere Idee.
Eigentlich sogar eine ganz gute. Ich weiß auch nicht, ob sie klappt. Gehen wir mal hier an so einen nostalgischen Punkt. Ich glaube, hier haben wir unser erstes Fahrzeug gebaut. Okay. So. Dann wollte ich, glaube ich, das andere. Ich glaube, das ist breiter, das andere. Tatsächlich. Zack, 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 zack. Gut, 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 gut. So. Jetzt brauche ich wieder Knöpfe und das Ding hier. Ach, habe ich ja dran. Habe ich dran. Habe ich ja da. Ist gut. So. Zack. Statt erstmal Autos zu bauen, gehen wir gleich auf die Weltraumschiene hier. Muss ich erstmal überlegen. Blau. Blau. Okay. Alles auf 30. So. Ding wegnehme. Ach ja, ich habe noch gar keinen Knopf ausgerüstet dafür. So. Das ist schon mal ähnlich wie das, was ich mir ungefähr vorstelle. Noch nicht ganz das, aber ähnlich. Oh, das wird schwierig. Das wird schwierig. Den brauche ich. Den möchte ich haben. Den Sensor. Da muss man überlegen, wie ich den am besten da dran bringe. Oder mehrere Sensoren, sagen wir so. Weil. Huch, was?
Nummer 6. Komm, wie gar nicht. So. 6. Ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, was ich irgendwie vorhab. Zack. Okay, ist noch sehr unstable. Aber die Idee ist gar nicht so schlecht. Muss man nur überlegen, wie ich das am besten mache. Also er soll erkennen, wann er über dem Boden ist und dann so ein bisschen schweben. Zusätzlich möchte ich aber eigentlich lieber noch die Dinger über den Knopf aktivieren. Wenn das geht. Nee. Okay, da muss man was anderes überlegen. Überlege, muss ich die Sensoren ein Stück weiter außen? Was wäre denn gut? Eigentlich bräuchte ich mehr Thruster, um das ein bisschen genauer zu machen. Wie viel Platz habe ich gar nicht, ne? Wobei da doch, eigentlich geht noch eine Reihe. So. Eigentlich geht's noch. So. Eigentlich müsste ich die entgegengesetzt schalten, oder? In die Mitte müsste ich auch noch. Wohl entgegen. Nee, entgegengesetzt macht keinen Sinn. Da müssten sie umgekehrt laufen. Nee, das macht schon Sinn, Anführungszeichen so Sinn, wie wir es jetzt gerade haben. So. Gott, ich fühle mich ein bisschen unter Druck gesetzt, weil ich hier auch Ergebnisse zeigen will. Uiuiui. Okay. Knopf. Nummer 2. Wieder habe ich noch keinen hingesetzt. So. Jetzt muss ich mir was zur Steuerung überlegen. Problem wird sein, Ungleichgewicht. Achso, ich bin auf dem Ding, deswegen funktioniert es nicht. Okay, macht nichts. Nee, da will ich gar nicht. Ich will hier rauf, da. Zack. Nochmal 15. So. 15.
Jetzt müsste ich ja welche haben, die mich so ein bisschen lenken. Sowohl welche, die drehen, als auch die nicht drehen. Wobei ich könnte. Den wegnehmen. Den wegnehmen. So, das heißt, wenn ich jetzt. Okay, das klappt schon mal nicht so, wie ich es will. Eigentlich brauche ich die Knöpfe und dann brauche ich noch was zum Drehen. Ja, ja. Zwei. Drei. Vier. So. Fünf. Fünf. Dann da. Das heißt, wenn ich jetzt... Okay, es ist verwirrend, aber es würde funktionieren. Jetzt brauchen wir trotzdem noch irgendwas, was dreht. Was uns irgendwie dreht. Und drehen könnte. Irgendwie so. Pass auf. Ich will erst mal gucken, ob irgendwas funktioniert hier, wenn ich das Ding jetzt losmachen würde. Ach ja, ich habe die Dinge, haha, ich habe die ja gar nicht konfiguriert. Okay, was gibt's denn noch? Logic Gate. Description: The logic gate is a powerful block that allows you to build basic logical functions. Pressing E on the block, the you can choose logic gate can be connected to other logic gates. Triggers, timers and more. Great for making advanced. Sowas wäre vielleicht interessant. Wir müssten die Dinger auch nicht die ganze Zeit brennen. Wisst ihr was? Ich mache mal eine neue Welt und dann haben wir keine. So. Und dann sehen wir uns gleich.